Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Jurassic Park. The Game. Wir Jawohl. Sind zurück Hallo. Mit dem Alpha-Team auf der Suche nach den Überlebenden. Ich will hier auch. Schau dir das an. Sie sind in der Nähe. Los! Warte. Könnte gefährlich sein. Weiß ich. Dafür habe ich ja die hier. Oscar, ganz klare Anzeichen für ein Lager. Sie waren hier. Müssen nur die Fährte aufnehmen. Okay, umschauen. Erstmal hier das Blut. Hey, hier ist Blut. Das wird ja immer besser. Okay. Dann hier hinten. Was auch immer das sein soll. Keine abgeknickten Zweige. Wenn sie hier entlang kamen, haben sie keine Spur hinterlassen. Was unwahrscheinlich ist, dann da hinten. Hier sind ein paar frische Spuren, Oscar. Ich tippe auf Saurier. Na geh, das hätte ich nie gedacht, dass es Saurier sind. Keine Menschen. Was? Oh Mann. Das wird bei Mama aber gar nicht gut ankommen. Huh! Nein! Am Arsch! Die Geschwindigkeit, mit der man reagieren muss, ist auch ein bisschen ridiculous. Nein! Oh. Alles okay? Oscar, Gott sei Dank. Dachte schon, mit mir sei's aus. Ich sagte doch, sei vorsichtig. Was ist das überhaupt für ein Viech? Was es auch ist, ich mache es alle. Hey, hey, beruhig dich, Großer. Es ist vorbei, vorbei. Lass es gut sein. Schau's dir doch an, du hast gewonnen. Das ist keine Gefahr mehr. Hey, danke. Also, ich habe überall geschaut. Konnte nicht die Spur einer Fährte finden. Da lang. Wieder mal Ladescreen? Ja, da gibt's ja Bord, dass wir direkt auf den Rand einer Klippe zulaufen. Hier geht's nirgendwo runter. Wir müssen einen anderen Weg finden. Was wohl mindestens einen halben Tag dauern wird. Es gibt einen alten Ziegenpfad, den wir nehmen können. Was ist das denn? Wow, warum hast du mir nichts von den Achterbahnen erzählt, Dad? Na, was sagen wir? Die Fahrgeschäfte sind nicht fertig. Naja, diese Achterbahnen sind noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Du solltest dich nicht zu früh freuen. Der Pfad war in Stein gemeißelt und uralt. Er hat viele Stürme und Erdbeben überlebt. Hören Sie, es ist zu spät für einen Umweg und zu gefährlich, den Weg zurückzugehen. Benutzen Sie das Funkgerät. Kontaktieren Sie das Rettungsteam. Das ist unsere beste Überlebenschance. Da unten. Wir können dieses Vehikel benutzen, um runter zum Ausgang zu gelangen. Wir fahren damit? Der Hebel hier. Sieht aus, als könnten wir die Sinnen damit Richtung Ausgang stellen. Ja, aber das ist der Notfallhebel. Außerdem ist es doch offensichtlich, dass das Ding noch nicht fahrtüchtig ist. Es scheint der einzige Weg zu sein. Wenn Sie keinen sicheren Weg nach unten finden, muss ich Sie runterstoßen. Wenn ich Strom hätte, könnte ich die Achterbahn von hier oben aus vielleicht in den Wartungsmodus schalten. Er stellt die Schienen um, genauso wie der Notfallhebel. So können die Mitarbeiter die Schienen betreten, um zu arbeiten und Sachen zu reparieren. Aber ich sehe gar keine Wagen auf der Hauptschiene, Dad. Schalten Sie den Strom ein. Wir fahren also? Ja, es wird langsam dunkel. Wir können den Weg nicht zurückgehen. Und es klingt, als machen sich die Dinosaurier bald auf die Jagd. Auf die Jagd? Nach uns? Noch sind sie relativ weit weg, aber wir sollten trotzdem nicht mehr lange hier bleiben.
Hören Sie, wenn wir es Leben bis zur Küste schaffen wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Verstanden? Und du kommst mit mir mit. Wir schaffen ein paar Wagen auf die Sine. Okay. Hier, du bleibst beim Hebel und hilfst mir, die Wagen auf die Sine zu bekommen. Beim ersten Mal habe ich mir schon gedacht... Hey Dad, wofür sind diese Wagen? Die haben gar keine Sitze. Ich schätze, das sind Förderwagen. Wir müssen sie von der Schiene schaffen und Wagen zum Sitzen draufheben. Ja, was ich mir beim ersten Mal gedacht habe, woher weiß der das alles? Der ist Tierarzt. Egal, Beweg das Gerüst. Wie soll ich das denn schaffen? Das ist doch viel zu schwer. Okay. Oh, ich erinnere mich. Suchen Sie also die Wagen aus. Ich weiß schon wieder, wie das Rätsel ist. Bringe die Autos genau, in die richtige Reihenfolge auf die Jetzt Strecke. Jetzt müsst ihr mal die an Wecker kuppeln, ne? Genau, es müsste das... Nein, hä? Ich weiß nicht mehr genau, wie okay, das Rätsel ist. Okay, das hier sind die Hauptschalter für die Achterbahn. Von hier aus sollte ich den Wartungsmodus einschalten können. Ah. Okay. Was übersehen wir hier? Es geht so nicht. Und damit alles funktioniert, brauchen wir auf der Ladeschiene 3 Wagen in der richtigen Reihenfolge. Sie bleiben hier. Ihre Tochter und ich schaffen die Wagen auf die Sinnen. Okay. Oh, ich erinnere mich schon noch. Wieder. Wir müssen hier, glaube ich, mit dem Kran... Der Kran scheint zu funktionieren. Gut, dann benutzen Sie ihn. Okay, wir müssen nämlich... Nein, das war falsch. Wo ist diese Stelle, die hier links gezeichnet ist? Wir müssen hier diesen einen Wagen nämlich nehmen. Wenn ich mir das so ansehe, würde ich sagen, dass das Kraftwerk irgendwo da drüben sein muss. Sie bleiben hier. Du gehst. Okay, und wonach soll ich suchen? Nach einem Kraftwerk. Such nach Türen. Oh, ich sehe schon. Weg mit dem Brett. Genau. Dad, hier sind Türen. Ist das hier das Stromding? Sieht ganz so aus. Öffne sie und leg den Hauptschalter um. Das Stromdings? What the fuck? Also wer die Dialoge geschrieben hat, ist irgendwie... Die Türen sind verschlossen. Ich hab keinen Schlüssel. Schon okay. Ich schlag einfach die Scheiben ein. Das glaube ich ging nicht, aber ich weiß nicht wie... Oh, sorry. Ach ja, doch. Damit sollte ich reinkommen. Super. Super! Du kannst einen Stein schmeißen. Okay, ich kann reingreifen. Wonach muss ich suchen? Da sind 2 große Schalter drin, Jess. Aber so kommst du wahrscheinlich nicht ran. Okay, boah. Ich weiß nicht mehr, was ich... Da hinten die Klappe hat, glaube ich, nichts zu bedeuten. Probier es einmal eingreifen. Haben wir doch gerade, aber es geht eben nicht. So... Achso, nein, ich bin ein Idiot. Ich hasse das, nur wenn man sich ein bisschen verdrückt, muss man schon... lass mal kurz denken. Mal die Wohnung in die Reihenfolge ist, glaube ich, da. Hier drüben! Okay, ich komme! Das ist, glaube ich, mal ein guter Anfang, hast recht. So, was kann man eigentlich hier machen? Achso, kann man sich das anschauen? Okay, brauchen wir nicht. Wir müssen den Anwogen... Die 2 müssen wir wegbringen, die 2 wegen. Ich weiß, was wir tun müssen. Ich weiß nur nicht mehr, wie ich das steuern muss. Das ist falsch. Ja, wobei doch das... das ist falsch. Du musst den Ansitz musst zu den anderen da oben bringen, ja? Genau, die normalen Wagen zu den Passagierwagen, ja. Zu den anderen. Und... Geht schon. Du musst zurückkehren. Nein, das geht nicht, weil dann ist die Reihenfolge nicht richtig. Weil die anderen 2 schiebst du die leeren. Den 3er und den 2er, die sind wichtig, das erinnere ich mich. Es muss zuerst der 2er und dann der 3er sein. Und das würde so nicht funktionieren.
Deshalb müssen wir hier den, einmal ja, den reinkriegen, aber ich weiß nicht mehr, da, wie wir den reinkriegen. Mit los, A, das Gerüst muss von der Sine runter. Ja klar, das Gerüst bewegt sich kein Stück, es sei denn, sie sind sehr viel stärker, als sie aussehen. Einfach sieben! Ich kann nicht, schieben Sie doch. Okay. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen... Oh! Hä? Ja? Nein. Na? Nicht ganz. Hier rüber. Noch weiter. Top. Bist du zu viel. Und jetzt runter mit dem Gerüst, das Gerüst abschieben. So, und jetzt glaube ich, können wir hier mit Jess. Genau. Hey, was ist denn hiermit? Können wir den gebrauchen? Was? Gerüst. Ja, genau. Häng ihn ins Gerüst ein, dann können wir es mit dem Kran von den Zinnen heben. Zurück, Jess! Wow. Jetzt können wir hier, genau. Exakt, genau, okay. Aber warum hat die Drehplattform Strom und der Rest der Achterbahn nicht? Der Sturm oder irgendwas anderes hat gestern die Stromnetze beschädigt. Die Versorgung ist an manchen Stellen unterbrochen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt... Drehen, sie muss dran. Die Plattform muss dran. Genau. Ach so, genau, hier. Jetzt schiebst du so eine Wadel. Ja. Okay. Jetzt müssen wir nochmal drehen. Aber wir müssen den Zweier dann rauskriegen. Das ergibt nicht viel Sinn gerade. Doch. Ich weiß wie. Oder ich habe es jetzt verschissen. Okay, wir holen den Dreier jetzt mal rein. Dann hol ich den. Es funktioniert. Okay, das ist echt ziemlich cool. Ruhe, ich muss mich konzentrieren. Jetzt muss ich nicht den, sondern den hier nochmal rausholen. Und zwar beide. Glaube ich. Na, du packst nur den auszuholen, den schiebst dann jetzt auf das Leere. Oh, stimmt, okay. Ja. Nein, falsch. Ach, nee, ich hatte eh richtig. Wir haben nur beide, wir haben dasselbe gedacht, aber ein bisschen unterschiedlich gemacht, weil hier können vier rein. Genau, und jetzt einmal hier. Jetzt den da rein. Jetzt die zwei schiebst jetzt ins Leere. Genau, in die beiden Leeren und dann Hammers, genau. Ja, Rätsel ist nicht sonderlich schwer, wenn man einmal ein bisschen Hirn beweist. Und wenn die langen Animationen einen nicht zermürben. Jetzt sind zwei reine. Genau. So. Und dann in drei reine. Und wir haben es eigentlich schon. Wunderbar. Nochmal. Und. Bitteschön. Das wär's. Ich glaube, es ist richtig. Hey, alle Wagen auf der Ladeszene. Jetzt sind Sie dran. Was ist das da? Ich weiß nicht, Raubsaurier. Zum Glück sind sie zu weit weg, um zu erkennen, was für welche es sind. Aber kein T-Rex, oder? Definitiv kein T-Rex. Okay. Gut, jetzt schauen wir mal nochmal hierher mit Jess, weil irgendwas muss es hier noch geben. Moment, ich habe eine Idee. Wir gehen jetzt hier doch rüber mit dem Kran, ganz rüber, gehen runter und Jess hängt ein und wir können die Tür ausreißen. Ich glaube, so war es sogar. Und runter und jetzt mit Jess Aktion. So. Genau. Perfekt. So,
Sei vorsichtig, Jess. Was hast du mit dem Haken vor? Genau. Türen. Ich habe einen Plan. Sehet und staunet. Okay, Dad, du bist dran. Alle zurücktreten. Wunderbar. Super. Genau, zwei große Hebel. Erstmal den hier. Erstmal Strom machen. Okay, schon mal einer. Dann noch den Grid Override. Perfekt. Geil. Willkommen im Knochenrüttler. Sieht aus, als hätten wir Strom. Boah, cool. Okay, komm zurück. Was wollen Sie tun, wenn das Rettungsteam auftaucht? Was? Na, die haben den Lärm bestimmt gehört. Über das Rettungsteam machen wir uns später Gedanken. Alles klar, dann würde ich sagen... Ach ja, genau, das müssen wir noch hinkriegen. Hier das. Wir haben jetzt Strom, das heißt, wir sollten die Wartung schienen. Genau. So sollte es funktionieren. Die Achterbahn sollte uns am Wartungsausgang rauslassen, statt die normale Strecke zu fahren. Perfekt, los geht's. Wow. So, das wär's. Die Achterbahn ist im Wartungsmodus und hoffentlich sicher. Sie wird langsam fahren. Na los, je schneller wir an der Küste sind, umso schneller ist das hier vorbei. Festhalten, das wird eine ziemlich kurze Fahrt. Kann das Teil denn nicht schneller fahren? Oh. Dad? Wir müssen die Spur wechseln. Runter! Shit. Du hast den Ding nicht. Ich hab das Ding verschissen, ich weiß. Jetzt, ja. Jetzt sagt das nicht mehr. Ja. Ja, B. Jetzt kommt noch was. Du hast den Hebel müsst. B. Ich seh's schon. Aha, ja, Drex, wieder. Haha. Dad, alles in Ordnung? Okay, Schatz. Bleib unten. Nein, das sind noch mehr. Jenny, Edgar! Du hast wieder vergessen. Nein, ich hab's. Ich weiß, dass ich drück das auch immer. Kommt es wieder? Das war knapp. Alles okay, mein Schatz. Wir sind in Sicherheit. Raus, raus, hier, sofort! Ist er wieder tot, wo oh mein Gott! Oh Gott! Ja, wir fahren jetzt eigentlich immer im Kreis. Wir sind gefahren. Meine Hand! Komm! Oh. Lima, helfen Sie uns! Nein! Gemacht. Was? Ah, jetzt ganz ehrlich, das ist so kurz vor dem Quicktime-Event. B musst du. Ich weiß, aber das, weißt du, das ist eine halbe Sekunde Reaktion. In Ordnung, Schatz. Ich hab dich. Ich benutze den Kran. Wir haben keine Zeit.
Kapik. Oh. Sehr gut. Danke schön. Du! Und jetzt? Jetzt machen wir eine kleine Spritztour. Einmal und nie wieder. Ja, und was jetzt weiter passiert, sehen wir beim nächsten Mal bei Let's Play Jurassic Park. The Game. Ciao.